Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie... Abstand zum Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Du gewinnst pro Runde mehrere Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so! Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 34,0.
Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wenn du weiter so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf.
Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 15,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 11. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,38,0. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Das war wieder ein großartiger Grand Prix hier in Japan. Dieser brillante Erfolg hat den Applaus der Fans von den ausverkauften Tribünen mehr als verdient. AlphaTauri setzt Haas weiter unter Druck. Die Lücke ist zwar noch ein bisschen zu groß, aber für AlphaTauri hat das Spiel definitiv begonnen. Ja, Heiko, noch vor ein paar Monaten hätte ich AlphaTauri nicht zugetraut, dass sie mit Haas konkurrieren können. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft. Wie denken Sie darüber? Das war ein starkes Ergebnis von Ihnen heute. Sind Sie zufrieden damit? Ja, es kommt mir so vor, als sei die Konkurrenz dieses Jahr stärker als je zuvor. Und das Team arbeitet auf Hochtouren, um da mitzuhalten. Also freuen wir uns über jeden Punkt. Mit diesen Punkten können Sie ein bisschen zu Haas aufschließen. Denken Sie während des Rennens viel daran? Ich habe keine Kontrolle darüber, wie gut die anderen Fahrer sind. Also geht es bei den Rennen eigentlich nie darum, Haas oder irgendein anderes Team zu schlagen. Wir wollen natürlich so gut wie möglich abschneiden, aber ich konzentriere mich lieber aufs Fahren und überlasse die Tabellen sich selbst. Wir haben Devin Butler eine ähnliche Frage gestellt und er sagte, ich zitiere, AlphaTauri ist ein Saustall. Ich glaube nicht, dass die uns in nächster Zeit einholen können. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, ich muss ihm einfach das Gegenteil beweisen. Danke für den Kommentar.
Zoe? Papi! Hey, Lilly. Mami sagt, du bist in Amerika, wo die Cowboys herkommen. Stimmt, Papi ist in Amerika. Fährst du heute gegen Cowboys, Papi? Gegen ein oder zwei. Hey, wer ist dein Lieblingsrennfahrer, Lilly? Du. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Hab dich lieb. Hab dich auch lieb, Papi. Kann ich mal mit... Tschüss. Hallo? Macht anscheinend Spaß, einfach so aufzulegen. Sieht so aus. Bist du startklar? Ja, na sicher. Die Chancen, dass Alpha Tauri den vierten Platz holt, werden immer besser. Schade, ich war gern der Außenseiter. Du musst immer noch Butler schlagen. Du meinst wohl, wir müssen immer noch Haas schlagen. Das auch, schätze ich. Okay, dann lass ich dich mal weitermachen. Bis später. Ciao. Hey Leute! Ausverkauftes Haus! Kaspar! Wir haben uns seit seiner Bekanntgabe nicht gesehen. Mann. Das war echt anständig. Es kostet Mut zuzugeben, dass man nicht mehr mithalten kann. So habe ich das nicht gemeint. Ich meinte nur, dass du mutig bist. Das ist ein Kompliment. Und dass ich nicht mithalten kann. Ach, das war nicht so gemeint. Ich habe nur andere sagen hören, dass du deine besten Zeiten hinter dir hast. Das funktioniert nicht mehr, Devin. Tut mir leid, was meinst du? Wir wissen, was du über uns gesagt hast. Oh, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich dachte immer, du wärst nur eine Tratsche, Devin. Aber du bist ein Lügner. Ach, komm schon. Ihr beide, ihr wart doch immer so schön unterhaltsam. Habt euch gestritten und euch aus dem Rennen geworfen. Das war genial. Das war echt die allerfeinste Unterhaltung. Und jetzt regt ihr euch nur darüber auf, wer was gesagt hat. Das ist echt kleinkariert. Ernsthaft, was seid ihr nur für Vorbilder? Ich werde nicht mit dir diskutieren. Da verliere ich. Ja, gewinnen ist nicht so ganz deine Sache, das stimmt. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist meine Zeit vorbei. Aber seine nicht. Und er ist der bessere Fahrer. Der Anfänger? Ach, ich bitte dich. Die Stelle bei Red Bull gehört mir. Das ist so gut wie offiziell. Ja, da gibt es nur ein Problem, Devin. Hä? Das wäre? Ich glaub dir kein einziges Wort mehr. Sag's ihm. Hey! Keine Ahnung, wer die Stelle kriegt. Okay, Kaspar, sieht gut aus. Mach weiter so. Ist Butler vor mir? Butler? Ja, du näherst dich ihm. Kein Drama, bitte. Verstanden.
Devon ist derzeit auf P9. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,3 Sekunden. Okay, Abstand zum Teamkollegen? 32,1 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 1. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 40,7. Devon liegt ein paar Plätze vor dir. Devon ist auf P8. Aiden kommt in die Boxengasse. Okay, du bist in den Top 10. Achtung, Achtung!
Devon ist momentan auf P7. Du näherst dich Devon, Kasper. Mach Druck! Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so.
Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Hier kündigt sich ein dramatisches Ende für diese Saison an. Der Kampf um die Spitze geht weiter, aber im Mittelfeld kommt AlphaTauri ein gutes Stück näher an Haas heran. Beide Teams hatten eine erstaunliche Saison. Und es gibt auch Gerüchte, dass Butler und Jackson eine Chance auf die freie Stelle bei Red Bull haben. Bin gespannt, wie das ausgeht. Man wünscht sich ja fast, dass diese Saison niemals endet, aber das muss sie leider. Ab jetzt kommt es auf jede Runde und jede Sekunde an. Was für eine packende Saison. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine Runde. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Sie haben gegen Haas durchgesetzt, Kasper. Und es wird spekuliert, ob Sie es schaffen, ihn den vierten Platz streitig zu machen. Was sagen Sie dazu? Es ist auf jeden Fall möglich. Wir haben es schon länger auf den vierten Platz abgesehen, auch als andere uns schon abgeschrieben hatten. Für uns kommt es bei jedem Rennen auf jede Sekunde an. Und unsere harte Arbeit macht sich in der Tabelle bemerkbar. Wir wissen, was wir können. Und wir können es schaffen. Ihr Ruhestand rückt natürlich immer näher. Denken Sie oft daran? Nein, davon lasse ich mich nicht beeinflussen. Ich habe einen Job zu erledigen und muss bei der Sache bleiben. Jede Sekunde zählt. Und wenn ich auch nur für einen Augenblick mit den Gedanken woanders bin, kann das den Unterschied zwischen Platz 4 und 5 in der Konstrukteursmeisterschaft machen. Abseits der Strecke ist es was anderes, aber ich versuche, mich nicht ablenken zu lassen. Freuen Sie sich schon auf Ihren Ruhestand? Wie werden Sie Ihre Zeit verbringen? Nicht voreilig werden, bitte. Ich bin immer noch ein Formel-1-Rennfahrer und ich habe immer noch vor, die verbleibenden Rennen zu fahren. Fragen Sie mich nach der Saison nochmal. Vielen Dank für Ihre Zeit. Kasper, hey, wir schließen zu Haas auf. Ja, gute Leistung da draußen. Ich glaube, wir können es schaffen, Kasper. Wir sind im Spiel. Du weißt schon, dass es nicht leicht wird, oder? Ja, bei aussichtslosen Schlachtenkämpfen am härtesten. Das ergibt gar keinen Sinn. Doch, natürlich. Aber ich will dich nicht länger aufhalten. Wollte nur gratulieren. Gleichfalls. Man sieht sich. Bye. Kasper, die Besprechung wurde um 10 Minuten verschoben. Du hast noch ein bisschen mehr Zeit. Okay, danke. Großartiges Rennen heute. Letzte Saison hätte niemand damit gerechnet, dass wir jetzt um den vierten mitkämpfen. Naja, du kennst ja den Spruch. Bei aussichtslosen Schlachten kämpft man am härtesten. Wow, brillant. Den muss ich mir merken. Inspirierende Lebensweisheit. Immer weiterkämpfen, Kasper. Wir sehen uns dann bei der Besprechung. Bis dann, Brian.
Brian. Kaspar Cass, Cassie Boy. Cassie Boy? Großer Tag heute. Gewaltiger Tag. Ja. Das letzte Rennen deiner Karriere. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich schätze... Also ich bin total aufgeregt, das kannst du mir glauben. Wie ein Kind an Heiligabend. Weil ich zurücktrete? Du wirst heute großartig fahren, das habe ich im Gefühl. Das wird phänomenal. Denk einfach dran, was ich dir beigebracht habe. Und was genau war das? Du Witzbold. Du wirst mir fehlen, Kaspar. Lass uns deine Karriere mit einem großen Knall beenden. Ja, aber nicht wortwörtlich. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Zeig sie ihn, Kaspar. Bye. Hallo? Hey, Kaspar. Wie geht's dir? Gut, nur ein bisschen. Traurig? Ja, vielleicht. Wie geht's Lilly? Gut, wir gönnen uns gerade ein frühes Mittagessen. Willst du mit Papi reden? Warum fährst du keine Rennen mehr, Papi? Naja, dein Papi geht in den Ruhestand. Kann ich auch in den Ruhestand? Dafür musst du erst arbeiten, Lilly. Hey, wer ist dein Lieblingsrennfahrer? Ich mag Aiden. Aiden? Hat Mami gesagt, du sollst das sagen? Kann ich nochmal mit ihr sprechen? Aiden Jackson. Tschüss, Papi. Nein, warte. Einen Moment noch, Lilly. Hallo? Aiden Jackson. Aiden. Hey, Kaspar. Wie läuft's? Ganz gut. Alles klar bei dir? Ja. Ich wollte nur alles Gute wünschen. Und mich bedanken. Du weißt schon, für alles. Bei mir musst du dich für gar nichts bedanken. Ja, und ich wollte mich entschuldigen. Ich glaube, wir haben uns so langsam genug entschuldigt. Ja, du hast recht. Also dann, das letzte Rennen einer unglaublichen Karriere. Ist mir eine Ehre, dabei zu sein. Danke, Aiden. Wir sehen uns unten. Ja, bis dann. Der Jubel der Menge lässt nur einen Schluss zu. Heute ist das Rennen in Abu Dhabi. Schalten wir jetzt zu den Teams, die sich gerade bereit machen. Hier auf dem Yas Marina Circuit kriegen es die Fahrer mit 9 Rechts- und 12 Linkskurven einer Gesamtlänge von 5,47 Kilometern zu tun. Die zwei langen Geraden eignen sich perfekt für Überholmöglichkeiten, bevor es in die jeweiligen Schikanen geht, und wir können uns insgesamt auf sehr schnelle Runden freuen. Die Rundengeschwindigkeit liegt im Durchschnitt bei knapp 200 km/h. Alpha Tauri könnte Haas heute einholen, aber das wird ein hartes Stück Arbeit. Bist du immer noch überrascht, dass sie so gut abschneiden, Stefan? Ehrlich gesagt, ja. Man muss nur daran denken, wie sie letzte Saison abgeschnitten haben. Oder an die Reibereien in Kanada. All diese Feindseligkeiten auf und abseits der Strecke. Die zwei sind einfach nicht miteinander ausgekommen. Ich hatte sie schon abgeschrieben. Ja, sie haben uns wirklich überrascht, diese zwei von Alpha Tauri. Aber es kann gut sein, dass sie beide nächste Saison nicht mehr im Team sind. Stimmt, für Ackermann ist das heute das letzte Rennen. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Und es heißt auch, dass Jackson mit Red Bull verhandelt. Also ja, wer weiß. Im Hinblick auf die freie Stelle nächste Saison hält sich Red Bull immer noch ziemlich bedeckt. Angeblich wurde noch keine Entscheidung getroffen und sie wollen erst sehen, wo die Reise hingeht. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Verstappen, Perez, Lance Stroll und Fernando Alonso. Leclerc, Butler, Norris und Carlos Sainz. Vettel, Ackermann, Aiden Jackson und Mick Schumacher. Raikkonen, Ocon, Daniel Ricciardo und Antonio Giovinazzi. Latifi,
und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Wir sehen heute viele Überholmanöver von Ackermann und hier noch ein spektakuläres. Warum will der denn bloß aus der Formel 1 zurücktreten? Und was passiert hier? Sieht so aus, als wäre Schumacher aus dem Rennen. Wir wissen nicht, woran es genau lag, aber das könnte eine sehr gute Gelegenheit für Alpha Tauri werden, denn Devin Butler muss nun die Kastanien ganz allein aus dem Feuer holen. Und er scheint einen schlechten Tag zu haben. Hier und da schleichen sich viele ein und seine Bremsen blockieren. Es ist noch alles offen. Du fährst jetzt schnellere Runden als Butler, Kasper. Gute Arbeit, das gibt uns eine Chance. Verstanden. Zeit zum Angreifen. Wir stehen alle hinter dir. Alles klar. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,9 Sekunden. Okay, du bist in den Top 10. Mach dir deswegen keine Gedanken. Konzentrier dich auf das Rennen. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 13. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,43,2. Devin ist jetzt auf P6, sechster Platz. Devin ist direkt vor dir. Wir ziehen eine Alternative.
Unsere beste Runde. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1,40,9. Nicht mehr weit bis zu Butler, Kasper. Bleib dran. Hat hier die große Chance, sich überraschend gegen Haas durchzusetzen. Denn Ackermann liegt vor Butler und Jackson ist nicht weit dahinter. Und weiter geht's. Butler schließt für Ackermann auf und versucht, den Platz zurückzuerobern. Was wird er machen? Butler bremst spät auf der Innenbahn und es gibt Kontakt. Extrem aggressive Aktion von Devin Butler. Beide Autos drehen sich von der Strecke. Butler knallt in die Mauer und das Rennen dürfte für ihn gelaufen sein. Ja, viel zu aggressiv und er hat zu spät gebremst. Ich glaube, die Rennleitung wird sich das nach dem Rennen nochmal ansehen. Aber der Wagen von Alpha Tauri bewegt sich noch. Der Holländer scheint weitermachen zu wollen, Deffer. Schön zu sehen, dass er nicht aufgibt, aber er hat viel Schaden genommen. Allerdings gibt es auch noch Punkte zu holen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das wird er sich auch denken. Aber schafft es Ackermanns Alpha Tauri bis ins Ziel? Alles okay, Kasper? Meinen Daten zufolge ist der Wagen stark beschädigt. Alles okay. Ich fahr weiter. Butler ist auf dem Rennen. Ja, Butler ist raus. Wir haben eine Chance. Jackson holt schnell auf, Kasper. Okay. Du musst dir den Dritten holen, Aiden. Verstanden, Dritter. Was ist mit Kasper? Wir lassen Aiden vorbei? Ja, lass Aiden durch. Tu, was du kannst, Kasper. Wie geht's dem Auto? Alles okay. Kannst du Aiden was ausrichten? Du musst an Kasper vorbei, Aiden. Verstanden. Er sagt, sieh zu, dass du aufs Treppchen kommst. Und damit hätte das Team den Vierten? Vielleicht, wenn Kaspers Auto bis ins Ziel kommt. Dann sehe ich mal zu, dass ich aufs Treppchen komme. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,3 Sekunden.
Wir glauben, dass wir eine gute... Du bist auf den dritten Platz vorgerückt. P3. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 7. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 44,1. Du vergrößerst das Polster zwischen dir und deinem Verfolger pro Runde um einige Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 6. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,44,0.
Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 12,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 6. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 44,3. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,6 Sekunden. Du gewinnst ordentlich Abstand zum Wagen hinter dir. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Gut gemacht, damit liegst du auf P1. P1, du führst das Rennen an. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 18,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 6. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,44,5. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde.
Starke Leistung, Mann. Gute Arbeit. Das war genial. Und sie haben es geschafft. Was für eine Saison für AlphaTauri. Noch vor ein oder zwei Rennen hätte ich nie damit gerechnet. Aber sie haben sich den vierten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft geholt. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken kann, werden sie den jungen Aiden Jackson nur ungern gehen lassen. Was für ein Talent. Und für Kasper Ackermann, der nach dem bösen Zusammenstoß mit Butler wieder ins Rennen gefunden hat, war es ein sagenhaftes Ende einer sagenhaften Karriere. Was für ein Rennen hier in Abu Dhabi. Danke, Mann. Danke. Hey. Kasper! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hast du den Unfall gesehen? Nein. Was ist passiert? Seh's dir lieber selbst an. Geht's Butler gut? Besser als seinem Ego. Ich wollte dir jedenfalls nur gratulieren und mich von allen verabschieden. Es war mir eine Ehre. Wir sehen uns später. Dann feiern wir. Bleib doch noch. Nein, nein, nein. Ach komm, was sollen die schon machen? Dich bestrafen? Das ist nicht nur mein Sieg, Kasper, sondern unserer. Wahnsinnsrennen. Ja, Wahnsinnsrennen. Für einen Moment haben wir uns richtig Sorgen gemacht. Oh, Brian, habe ich dich jemals enttäuscht? Soll ich das wirklich beantworten? Lieber nicht. Hey, war mir ein Vergnügen. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Du hattest eine starke Karriere. Kasper! Ich glaube, dein Typ wird verlangt. Kasper! Kasper! Und jetzt raus mit dir, Mann. Du hast es dir verdient. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das der Ende so ist, dass man... Aber ich fand eigentlich das Story eigentlich ganz gut. Also sollten wir mal beim nächsten Spiel auch weitermachen, aber nehmen wir mit einer nicht nur 14, 16 Kapitel. Wir sollten ein bisschen mehr machen daraus. Also ich finde es gut. Hat mir gut gemacht. Ne? Also ich fand es gut. Wir sollten mal nächstes Mal machen. Ich jetzt mal mehr Storys machen. Also ich finde es ein bisschen groß. Oh. Okay, gut. Man, ja, alles klar, man hört sich, man sieht es.
Ich habe einen schwarzen. Ah, das geht nicht.